So, Session 15. Yay. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich gerade beim letzten Mal. Ja Gott, ich sehe es. Ich hatte dem Idioten die Waffen gezeigt, genau. Kann ich noch irgendwas jetzt hier machen? Eingekauft habe ich. Habe ich eingekauft? Moment. Mal kurz Pfeile nachschauen gehen. Da sind Pfeile. Holzpfeile. Ja, möchte ich alle haben. Gib bloß her damit. So. War ich jetzt beim letzten Mal schon durch die Gegend gereist und habe Pfeile geholt? Nein. Mein Pfeilvorrat sagt mir, dass ich es nicht getan habe. Moment. So. In Athenor habe ich aufgekauft. In. Moment, Rüstung. Was brauche ich mir jetzt eigentlich an Sachen zum Upgraden? Ich bin komplett raus. Ihr braucht Zitterfrüchte und ihr braucht. Ich habe keine Ahnung. Glutkraut, genau. Ich brauche das Zeug. Ihr braucht die Feuerflederbeißerflügel. Stimmt da, oder? Elektro, Frost. Ist auch egal. Ihr habt das, was ich haben wollte. Und euch weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ihr braucht jetzt Leunensachen. Und ihr brauchtet Zahnräder, kann das sein? Ich weiß nicht, irgendwas fehlt auf jeden Fall. Du brauchst das gleiche wie die Rüstung da unten. Euch kann ich ignorieren, gut. Essen habe ich genug. Ja, noch muss ich nichts nachkochen. Gut, ich bin, was Inventar angeht, wieder auf dem neuesten Stand. Gut, so. Gut. Noch ein paar mehr, gut. nee. So. Erkunden, Schrägstrich, Schreine sammeln. Ja, gut. Wie gesagt. Da oben, weiß nicht, will ich zu den Gronen? Die Gronen haben echt die nervigste oder die. Ja, gut. Nee, eigentlich haben die Gerudo die schlechteste Fähigkeit. Sie mag gut sein, aber ich nutze sie dafür zu selten. Nee, nicht markieren. Da gibt es einen Schrein. Da gibt es einen Schrein. Hier bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich. Da ist auf jeden Fall ein Ivarok, das weiß ich. Ne, würde ich vorhin nicht markieren. Stempel löschen. Und hier oben gibt es bestimmtes Rüstungsteil. Das markiere ich mal mit einem Schild. Und nach der Story gibt es da ja. Passt auch. Davon hatte ich jetzt ein Bild gemacht. Von dem Eisding hatte ich ein Bild gemacht. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal hier unten hin. Weil nicht ganz. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Und während ich mich teleportiere, werde ich erstmal wieder was essen. Was auch sonst. Wow. Kriege ich den noch irgendwie verkleinert? Moment. Ich möchte das nicht in einem Happen haben. Wow. Neckerleien. Im Mini-Format. Schmeckt lecker, ist süß, klebt, aber ist echt zum Abbeißen in der Mini-Variante echt scheiße. Ja, ich wollte mir hier keinen abfrieren. Ich wollte eigentlich an eine bestimmte Stelle fliegen. Jetzt in die Richtung. Jetzt überlege ich gerade. Den da vorne links habe ich. Auf den fliege ich jetzt zu. Da ist der Turm. Da oben ist einer. Da ist einer. Da nicht. Ja, hier sind sich. Ja, ich glaube, das Beste ist, wenn ich jetzt erstmal hier mir den Schrein hole. Und direkt für den Turm gehe, oder? Und dann kann ich wieder markieren und kann ich alles abklappern. Das sollte das Einfachste sein. Und ich glaube, das ist ein Plan. Wow, hier sind drei verschiedene Gebiete. Holy shit. Ah, ne. Zwei. Also der Turm, der ist irgendwo hier. Ich glaube, hier steht der Turm. Und einmal der hier. Ist aber auch egal, weil ich eh beide holen möchte dann. Ist nur die Frage, wo genau war das hier?
Was? Achso, hi. Ach, komm, du hast die am Rücken. Das will ich nicht. Ich hasse es, wenn ihr die am Rücken habt. Au. Ja, du Arschloch. Danke. Au. Hey, ich brauche die AP gleich noch. Are you fucking serious? Ja. Ah. Ich habe eine Verwendung für Lanzen gefunden. Ich meine, Lanzen waren gut, aber ich habe einen Weg gefunden, euch zu bekämpfen. Ja. Wenn ich nicht hier stehen will. Gibt's so. Wieso kippt die eigentlich immer direkt rum? Das verstehe ich nicht. Okay, ich glaube, ich hätte mir doch noch einen Lanzen besorgen müssen, ein paar. Na komm. Okay. Hat ja nur irgendwie über 300 Spielstunden gedauert, bis ich das herausgefunden habe. Diamant, Bernstein, Opal, Bernstein, Bars, Bernstein. Feuerstein. So. Ich hau gerade auf meinem Lion rum, von daher bin ich gerade ein bisschen still. Also ich renne schon in die richtige Richtung, oder? Ja, sieht gut aus. Prinzipiell kann ich da dem Weg folgen. Schon mal eine Nebenquest annehmen. Nochmal eine Nebenquest annehmen. Und ich glaube noch einen Schrein wieder freischalten. Oh, hi, Kumpels. Erstmal. Just to be safe. Okay, du scheinst meine Schwächste zu sein. Sprechen. Und beugen und strecken. Du hast doch die Schneidklippen bezwungen, oder? Der vierte Bruder von den Schneidklippen. Wie seid ihr so schnell hergekommen? Das hier ist unsere altehrwürdige Abhärtungsarena. Hier findet unser Ausdauerhärtetest statt. Hier brennt die Luft. Wir wollen noch härter werden, deswegen schauen wir, wer von uns die größte Hitze aushält. Ihr seid Steine, euch sollte das eigentlich vollkommen egal sein. Dass ein Gerone so schwitzen kann. Ihr seid Steine. Nach den Schneidklippen machst du hier weiter, was? Obwohl wir zu den Geronen gehören, vertragen wir Hitze nicht besonders. Was? Selbst Geronen ist uns so heiß, da härten wir uns hier ab. Da. Ihr seid also quasi die drei Mucki-Männer der Goron, die aber nicht mal in der Hauptstadt leben können, weil sie dafür zu schwach sind. Okay. Was ist mit dir? Mach mit. Bei unserem Ausfall, ich probier's mal. Nein, schwache Antwort. Ich wollte ausprobieren. Ich dachte, du wärst aus dem gleichen Stein gekommen wie wir. Haben wir uns einfach getäuscht? Wir sind nicht nah dran. Kannst du jetzt wiederkommen? Wir warten hier. Bis der Tag kommt, um den du uns herausforderst. Hab ich verklickt. Ups. Und beugen und schrecken. Ja, hier brennt die Luft. Okay. Starke Antwort. Ein Kerl wie du. Ist ein ganz netter Kerl sein. Oh Gott. Hätte aber gepasst. Wenn du so weit bist, kletter in die Arena, dann kann der Ausdauerhärtetest losgehen. Das ist eine gute Frage. Funktioniert das jetzt wohl, was ich jetzt vorhab? Wenn ich jetzt das nämlich mal nehme. Wenn du aus der Arena kletterst, wegfliegst oder gar schlapp machst, dann verlierst du. Und jetzt legen wir los. Ausdauerhärtetest. Genau, beim ersten Mal hatte ich nämlich die Goronenrüstung schon an. Ah ja. Also, okay. Die Musik. Der erste Schlapp. Ich möchte dazu anmerken, dass er Schlapp gemacht hat, aber trotzdem drauf liegen bleibt. Das ist Bullshit. Eigentlich müsste der erste schon gepurzelt jetzt sein, der zweite auch. Der dritte hat vielleicht noch eine kleine Chance, das zu überleben dann. Du bist hart wie Diamant. Nie gedacht, dass uns jemand schlägt.
Hiermit vielleicht dir das Recht, dich der Ausdauerhärtetest auf der höchsten Stufe zu stellen. Ja, komm. Siehst du den Bereich der Flammen hinter mir? Dein Instinkt sagt dir, dass du das eine blöde Idee ist, oder? Dann würde ich sagen, du hast einen spitzenmäßigen Instinkt. Für den ultimativen Ausdauerhärtetest musst du in die Arena klettern. Diesmal legen wir noch ein paar Kohlen drauf. Jetzt geht's nicht mehr gegen Hitze, jetzt spielst du mit dem Feuer. Wenn du nicht aufpasst, gehst du in Flammen auf, also bereite dich gut vor. Es heißt, wenn man dort oben beweist, dass man abgehärtet ist, kann man sich einer Heldenprüfung stellen. Wenn du hart genug bist, ja. Wenn du dort oben stehst, dann meinst du es wohl ernst. Die Regeln sind dieselben. Wenn du die Arena verlässt, wegfliegst oder gar schlapp machst, ist Schluss. Und jetzt legen wir los. Ultimative Ausdauer-Härte-Test. Darf nur die Grundrüstung nicht tragen, aber jede andere Rüstung schon. Hört einfach auf die Musik mal im Hintergrund. Nebenbei bemerkt, ich finde schön, wie die Brandschutzmedizin echt hier hilft. Und ich einfach kein Stück was abgezogen bekomme. Eigentlich sollte man hier Herzen verlieren. Ja, großartig. Was für ein Kerl, was für ein Kerl. Okay, man kann das also, außer mit Phantomherzen kann man es auch mit dem Schutztrank austricksen. Okay, wieso habe ich dann beim ersten Test gerade was verloren? Das ergibt keinen Sinn. Egal. Da konnte ich jetzt aber einfach reingehen und mitnehmen, oder? Moment. Ich meine ja. Der Schrein, Helmprüf, Legende war, blub. Da oben sind Spurpfeilchen, die will ich haben. So. Achso, hätte Test geschafft. Hopp, hopp. Hui. Oh Gott, ich glaube, ich muss niesen. Gefühlt. Überspringen. Rein da. Ah, 12 Minuten, ich habe nichts geschafft. Ich sitze seit 12 Minuten daran, einfach nur diesen Scheiß. Oh Gott. Sag mir bitte, dass das Wasser einfach nur weggedunstet ist. Och, oh nein. Oh nein. Ist das der Schrei, den ich meine? Juni-Schieß Apparatur. Oh fuck. Nee, ich glaube, du bist noch nicht der, den ich meine. Ja, du bist noch einfach. Moment. Ich drehe übrigens gerade wirklich meinen Controller komplett random durch die Gegend, um die Sachen zu treffen. Irgendwie. Das Gefühl, hier fehlt was. Wo ist meine Kiste? Da ist meine Kiste. Okay. Wo war jetzt der Trick hier? Irgendwas an diesem Schrein gefiel mir nicht. Okay, das. Moment. Irgendwie? Wie komme ich jetzt an meine Dingens ran? Meine Kiste? Wie ging der Scheiß nochmal? Oh. Das kann ich vergessen, das wird nichts. Was machst du, wenn ich dich darauf stelle?
Das wollte ich nicht, aber irgendwie. Oh nein, wie geht der Scheiß? Wenn ich dich jetzt irgendwie runternehme. Ja. Was hast du gemacht? Moment. Ich möchte anmerken, ich habe dafür eigentlich nichts machen müssen. Das ist also purer Bullshit, was hier abgeht. Ja. Ja. Irgendwie, das klappt bestimmt. Moment. Und zumindest, wenn ich es nach oben machen würde, würde es funktionieren. Aber dass ich gerade in die Tür geht, dann wieder zu, oder? Natürlich geht die Tür wieder zu. Das ist zu hoch, okay. Passt das so? Ja, okay. Bisschen viel Wind. Gerudo Zweihänder. Okay, immer eine Drehwaffe. Jetzt bleibt die Frage, jetzt muss ich das hier so richtig anordnen. Ein bisschen so. Und dann ganz leicht nach unten. Na. So. Gibt es dafür auch eine richtige Lösung? Also eine, die irgendwie Sinn und Verstand hat? Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, ich brauche dich. Oh, muss das sein? Geht doch bestimmt auch, wenn man zwei unten hat, oder? Moment. Okay, das geht schon mal nicht. Moment, erstmal die Kiste. Bomb. Ich erinnere mich ganz schwach. Ist bestimmt nicht viel bei gewesen bei der Stelle jetzt. Moment. So. Du Kiste, kommst bitte mal mit mir mit. Ja, gut. Eins. Zwei. Und jetzt einfach nur so ein bisschen drehen. Und einmal so. Und einmal so. Ist jetzt angeblieben auf der anderen Seite? Nein. Jetzt. War bestimmt nicht so gewollt, war eigentlich viel schwieriger. Wow, bloß nicht teleportieren jetzt. Ist wahrscheinlich auch. Ja, denkt wahrscheinlich die Haltung. Na, auch endlich mal da. Dein Schein war Asia, aber das war immer noch nicht der, den ich meine. Irgendeiner ist noch schlimmer als seiner. Muss ich aber sagen, dass ich für die Wüste echt am wenigsten weiß, wo welcher Schrein ist. Die meisten. Warte, ich hatte eine Spinne in meinem Laien.
glaube, da war ein Spinnermann-Lion. Ich habe Angst, mein Lion zu essen. Was war das denn jetzt? Das habe ich irgendwann Sorge bekommen. Ah, Gott. Ich glaube, da ist nur eine Sternspur untergegangen. Das habe ich genau gesehen. Ich wollte gerade sagen, gibt es einen einfacheren Weg da hoch? Ich glaube aber, da ich überall klettern müsste. Jetzt fällt mir auch gerade ein, jetzt wo ich auch noch das Blinken sehe. Ich habe mir das Sportfeilchen nicht geholt. Scheiße. Oder? Ich meine, ich fliege da jetzt nicht wegen dem Sportfeilchen zurück, aber. Na komm. Einmal bitte einlochen. Ich kann 18 mal springen. Genau, ich wollte dahin. Da gab's doch einen Stingens, oder? Nee, gibt's nicht. Ich habe keinen Grund, euch zu bekämpfen. Ihr habt mir nichts getan, ich habe euch nichts getan. Passt schon so. Wir lassen uns einfach alle gegenseitig in Ruhe und haben uns lieb. Hier gab es einen Ivarok auf der Ebene, oder? Ich meine. Bist du. Nee, du bist du nicht. Du siehst aus wie ein Ivarok. Ja. Hast du sie auch wieder auf dem Rücken? Oh ne, an die kann ich hochklettern. Schön. Hallo. Willst du mich verarschen? Du wirfst dich auf den Boden und ich werde davon runtergeworfen. Moment. Ich hab doch hier gerade den bekommen. Du wirst mich jetzt vorher nicht ab. Du gehst down. Danke. So, ich will anlegen. Wertvoller Shit und ein Diamant. Jo. Ich sollte öfter dich machen. Das kommt meinem Rubinbeutel gut. Oh, immerhin kann es hier nicht regnen. Oh, yes. Ein regenfreies Gebiet für die nächste Zeit. Ich habe das Gefühl, an dem Baum hängt irgendwie eine Eichel für einen Krog. Och, nö. Bist du normaler? Nee. Okay, ihr seid alle scheiße, wisst ihr das? Okay, du bist ein grüner Extalfrost. Ich dachte, hier gibt's nur Stufe 2er. So. Da sind wir zwei Sprotlinge. Die kann ich schon mal wieder sammeln. Ja, im Gebirge hier ist übrigens relativ viel von denen vorhanden. Doppel kann man die relativ gut farmen. Okay, da wäre schon mal mein Krog. Gibt es sonst noch einen? Ich meine, gab es noch einen. War der aktiv oder inaktiv? B.
Gegen dich gibt es nichts Effektiveres. Von daher musst du so dran glauben. Ups, das wollte ich nicht. Aber den Schwanz wollte ich haben. Ah, ja, nehme ich mal mit. Ich bin mir sicher, dass der da rein soll. Will ich gucken, ob du aktiv bist? Ach, komm her. Okay, du bist nicht aktiv. Okay. Spurtling. Moment, ich merke gerade, was ich nicht mehr aktiv habe. Oh, ich muss mal wieder kochen. Spontan gesehen muss ich echt mal wieder kochen. Das heißt, habe ich noch Hörner? Bessere Frage, hatte ich noch zweimal Spurtlotus? Ja gut, ich kann noch zweimal kochen wieder. Dann muss ich erst wieder sammeln gehen. Betäubt mal bitte. Danke. Okay, ich habe keine normalen Pfeile mehr. Lebst du immer noch? Ich wollte gerade sagen. War das hier der komische See? Ich glaube, das war der komische See, oder? Moment. Ich glaube, da musste ich einfach einmal so machen. Ja. Irgendwas gab es hier. Abgesehen von irgendwelchen Crocs bestimmt. Konnte ich euch... Ah ja, okay, ihr lagt auf jeden Fall hier, damit ich euch quasi mitnehme. Und hier habe ich natürlich genau die eine kleine Kiste da gesetzt. Oh. Irgendwas fliegt vor mir herum. Und irgendwie... Das sieht richtig aus. Es fühlt sich aber falsch an. Was ist das hier? Eine Mücke oder was? Meine Güte. Okay, ich konnte nicht losfliegen. Ja. Ach, ihr lasst mich hier nicht los, liegen sich das richtig? Tomoe spielt Mario Kart 8 Deluxe. Alter, wir haben es 3 Uhr.
Das Matchmaking sagt doch um die Uhrzeit doch nicht. Erstmal dich dahin. Das ist jetzt ja so ein. Oh. Das ist wieder ein unnötiger Mist, den ich hier hab. Okay. Okay, hat funktioniert. Das reicht vollkommen aus hier. Ganz kurz Pause. Weiter. Döp, 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 döp. Und einsetzen. Schika-Stein erkannt. Schika-Turm wird aktiviert. Okay, zurücklehnen und Laien essen. Oder was trinken? Laien trinken, Laien trinken. Ah, ich habe mehr Durst als immer. Wenn halt die Flasche schon auf ist und man umsonst dreht. Wir haben schon Gerudo-Stadt, glaube ich, gesehen gehabt. Just saying. Und eins der größten Gebiete und leersten Gebiete wird aufgedeckt. Wobei leer eigentlich nicht mal so sehr.